What's poppin', guys? Wir haben jetzt hier 2 Uhr morgens und ich merke einfach, dass ich den Beginn des Videos vergessen habe aufzunehmen und deswegen hier eine ganz kurze Handyaufnahme. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem neuesten Video Multi-Sport-Crossbar-Challenge mit Fatih und Marcel. War mega lustig. Schaut bis zum Ende. Wir haben uns bepisst vor Lachen. Also, ciao. So, Leute, jetzt bin ich hier im Decathlon und kaufe die verschiedenen Fußbälle ein, Video-Challenge. Ich würde sagen, jetzt geht's los. So, Guys, zuallererst brauchen wir einen Tennisball und diesen hier. Die Frage ist aber, groß oder klein? Klein. Also, klein und weiter geht's. So, Guys, da wir Dana, a.k.a. Miski, ganz einen Gefallen tun möchten, kaufen wir für sie einen Ping-Fußball. Schatz, ich liebe dich. Let's go. So, natürlich brauchen wir auch einen großen Ball und deswegen eignet sich hier auch dieser große Gymnastikball, heißt der, ne? Also, mit einpacken. So, da das Auto von uns zu klein ist, ne, für diesen riesen Ball, müssen wir den Ball hier im kleinen Format mitnehmen. Let's go. So, natürlich brauchen wir auch einen Basketball und deswegen, boom, Dreier. Ja, oh mein Gott, egal. Und zum Schluss noch 2 Bälle, nämlich ein American Football und ein Handball. Jetzt geht's los zum Fußballplatz. So, Leute, jetzt bin ich hier im Balkon im Allental. Drehen jetzt die Multisport Crossbar Challenge. Make some noise für den einzig wahren besten Fußballspieler auf YouTube, Fatih Reuss. Alles klar? Wir beginnen heute mit diesem Ball und dann geht's levelweise schwerer und schwerer. Die ersten Sachen haben die Fans schon gesehen, die ich eingekauft habe, aber Leute, ich habe noch versteckte Sachen eingekauft und wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, Leute, seht ihr auch, wie ich gewinnen werde. Mit Ansage. Ich gewinne mit Ansage. So, Leute, jetzt kommt das erste Level mit dem Ball. Digga, red nicht so viel, Digga, mach mal die Crossbar hier, komm. Safe Aktion, safe. Oh! Was kannst du überhaupt, Junge? So, Leute, jetzt zeige ich euch das Bla, 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 komm, mach dein Ding, komm. Einfach. Mach dein Ding, Bruder, mach dein Ding. Na, oder, oh, oder, Bruder, oder, Bruder. Oh mein Gott, der Bruder. Alter, er macht Rabona. Okay, na, komm. Ich darf mich nicht einschüchtern lassen. Lola-Welle, alle mal Hashtag Lola. Oh. Oh. Okay. Das okay. War was? Das war ein Versuch. Der Eich. Ich halte es mal, okay? Und jetzt gehst du Level 2. So, Leute, jetzt komme ich zu Level 2. Mit dem Volleyball, mit Ansage, treffe ich jetzt die Crossbar. Und ja, okay, komm, leg hin, komm. Leg hin, Level 2 ist es da, komm. Soll ich drauf? Mann, der spuckt voll die hohen Töne immer. Ist nur mit Wut. Kein Ziel, nur mit Wut. Jo, wenn du das getroffen hättest, Digga, vorbei. Was kann der? So, Leute, jetzt zeige ich euch, wie es richtig geht. Marco Reus. Merkt ihr eigentlich, Fatih bei jedem Versuch, so Leute, jetzt zeige ich euch, wie es richtig geht, immer. Aber ich kann jetzt jeden Cut, ich kann jedes Video reinschneiden, wie Fatih immer das Gleiche sagt. Bitte komm, mach jetzt. Leute, ich bin baff, ich kann nicht mehr. Bro, ich muss nicht mal sagen, ich mach keinen Rabona, weil ich muss noch gewinnen. Deswegen Pussy-Modus aktiviert, einfach ganz normal rein. Trotzdem ist getroffen, ciao. Beep. Tschüss! Sergio Ramos! Sergio Ramos! Na, ciao! Ich glaube, mit Level 3 wird Fatih mit Sicherheit nicht die Crossbar treffen. Ja. Wenn er mit diesem Ball die Crossbar trifft, kriegt Carol und ich 3 Arsch. Ja, okay. Ich bin dabei. Da sind wir dabei. Yes. So, Brother, bevor Fatih schießt, machst du's, komm. Triffst du diesmal? Man munkelt. Gerüchte, gell? Gerüchte. Gerüchte. Komm, mach jetzt. Tschüss, Digga. Ramos 2. Schaut genau zu. Oh mein Gott! So, Leute, da Fatih die letzten Levels gewonnen hat und ich es nicht erlauben dürfte eigentlich, ne? Mach ich jetzt ganz kurz den Crossbar. Schau zu. I can't hear you. Level 3 geht an mich. So, Leute, Basketball war zu easy. Komm jetzt zu Level 4 mit dem folgenden Ball. So, Leute, Level Nummer 4 mit dem Handball und wieder Rabona, wie ihr mich schon kennt. So, mit dem Handball bin ich dran. Der Erste, der sitzt jetzt nach dem dritten Versuch. Mit dem Handball bin ich dran, der Erste sitzt jetzt. Digga, schieß mal, du tust viel zu viel reden. Wir sind kein Geschichtenkanal. Guck mal, du hast zum vierten Mal hier Ansage gemacht und triffst gar nichts, Mann. Ich muss mal annehmen.
Fatih! Du warst sogar schlechter als meiner, Alter. Du warst schlechter. Marcel? Psst. Fatih? Psst. Und jetzt schau zu. Psst. Caro. Oh, Sergio Ramos Teil 2. Level 4 mit dem Handball ist uns nicht gewachsen, ehrlich gesagt. Wir fangen einfach mit Level 5 an. Wow, American Football Level 5, ich würde sagen, Ansage, ich gewinne. So, Brother, das Ding. Oh, okay, er macht Opschi, er macht Opschi. Oh mein Gott, Digga, du hast ja Pech. Eine Frage, Marcel, hast du überhaupt schon mal getroffen eigentlich? Ja, ins Loch. Rabona Latte. Ja, Rabona, komm. Also beim Pfostenschießen hast du gewonnen. Ich habe Taktik entworfen, du musst den Ball halten mit Fingerspitzengefühl. Und dann verschießen. Federball. Federball, Schläger, komm, mach mir Crossball damit. So, Brother, du bist der Erste mit dem Special Level. Nicht reden, sondern Crossball schießen. Schlagen. Schlagen? Ich bin Fatih mit Carbona durch die Beine. Oh, 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 oh. Da war der Ball schuld, nicht ich, tut mir leid. So, Brother, Rabona wird schwierig, aber hast du jetzt noch einen neuen Trick drauf? Bruder, wie ihr willst. Er macht so. Bruder. Schau. So, Bruder, komm. Ja. Digga, geh. Geh. Bye, bye. Ich bin unter anderem, Leute, der wohl beste und bekannteste Federball-YouTuber Deutschlands und der Welt und mit EU. Na nee, ist klar, werf einfach, Junge. Werfen. Und jetzt? Schlagen. Ah. Einfach. Na, Mann! Ja. Du bist was? Bist du? Oh, Superkräfte, Alter. Superkräfte. Hulk. Leute, ich bin jetzt derjenige, der zuerst mit diesem Ding hier anfangen kann. Das nennt man irgendwie Mundgeschoss, keine Ahnung. Fall rein und Crossbar auch. Oh! War knapp. Super knapp, gell? Auf Zeitlupe würdest du es eventuell sehen, dass er nicht gestriffen hat. Und ciao. So, Fatih, weißt du, wie es geht? Nein, ich weiß es nicht. Ich zeig's dir mal. Reinstecken. Stecken. In den Mund nehmen. Und spucken. Wenn ich rausfliegen. Warte mal. Okay, jetzt. Wie weit ist das geflogen? Ein Meter. Okay, Marcel, ich hab gehört, du kannst gut blasen. Komm, mach das Ding. Komm, zeig, dass du der beste Blazer bist im Team. So, Leute, Special Challenge Nummer 3 ist Feuerbogen in der kinderfreundlichen Variante, damit wir uns hier nicht die Augen oder die Nasenlöcher wegschießen. Oder die Ohren. Schau zu, nennt mich Robin Hood der Fußballszene. Ja! Das zählt! Nein, der zählt das nicht! Zählt. Hallo, der zählt nicht! Nein! Der zählt nicht! Das zählt das! Nein! Leute, abstimmen! Nein, warum? Leute, abstimmen! So, Fatih, die Nase, hat genug Geruch hier. Aber hat nicht gemerkt, dass es falsch drin steckt. Das ja. Muss eigentlich hier rein, aber das ist Fatih-Logik, oder? Ich gönne keinen Ehrenpunkt. Keinen Ehrenpunkt? Nö. Da hole ich mir einfach selber, weißt du? Okay. Scheiße! So, Leute, das Ding ist zu Ende. Zu Beginn war es ein sehr, sehr qualitativ hohes Ding. Zwei Crossbar-Treffer. Je länger, desto schlechter, aber so lustig. Nicht vergessen, Daumen nach oben geben, kommentieren, wie ihr es fandet. Und natürlich nicht vergessen, kostenlos abonnieren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!